13.3. ist es soweit. Ich hole den Wärmegürtel nach Erfurt. Naja, der ganz große Unterschied zwischen Thailand und Deutschland oder der westlichen Welt ist, dass es natürlich der Nationalsport dort ist, wie bei uns Fußball, sodass es viel mehr verrückte Kampfsportler gibt. Und zum anderen würde ich mal hauptsächlich die Temperaturunterschiede anmerken. Die haben mir natürlich auch in manchen Bereichen sehr zu schaffen gemacht. Aber ansonsten, wenn man die richtigen Leute um sich hat, dann trainiert man hier und da unfassbar hart. Und ja, das habe ich jetzt auch in Erfurt beim La Familia Fight Club auch gefunden. In einem Team zu kämpfen ist natürlich unfassbar wichtig, auch in Zeiten wie diesen. In der Pandemie ist vieles nicht möglich. Ich kann nicht ins Trainingslager reisen, wie ich es normalerweise machen würde. Also ist es umso wichtiger, dass mein Team um mich herum in Erfurt unsagbar gut funktioniert. Und da bin ich dankbar, dass die Jungs mich so unterstützen und ja, einfach hier vor Ort mit dabei sind, Trainingseinheiten mit mir gemeinsam schrubben. Sie können halt nicht dabei sein live vor Ort, wenn ich dann kämpfe, aber sie werden zu Hause fiebern. Ich halte von Marie Lange sehr, sehr viel, bin aber auch bereit, gegen sie in den Ring zu steigen, da ich mich natürlich mit dem Besten messe, das seit sehr, sehr vielen Jahren. Deswegen bin ich auch Weltmeisterin in zwei unterschiedlichen Verbänden, war überall auf der ganzen Welt unterwegs und habe mich immer dem Besten gestellt und somit ist es jetzt Marie. Ich werde mich vorbereiten, wie immer, mit meiner Härte, mit meiner Schnelligkeit und dann werden wir ein ordentliches Feuerwerk an den Tag legen. Für mich ist, wie für viele andere, die Corona-Pandemie natürlich nicht einfach zu sehen. Wir sind eingeschränkt, ich bin eingeschränkt, wir sind alle eingeschränkt in unserem Trainingsausmaß, in unserem ganz normalen Alltag. Ich hatte auch meine Höhen und Tiefen, habe immer wieder versucht, meine Motivation an den Tag zu legen für unsere Mitglieder hier im Gym. Wir haben gemeinsam trainiert online über Homeworkouts. Und jetzt versuche ich natürlich das Beste rauszuziehen, draußen Sport zu machen und durch mein Team kann ich natürlich auch hier drin wieder ordentlich Leistung bringen. Am 13.3. ist es soweit, Stekos Fight Night. Unterstützt uns von zu Hause aus, weil live könnt ihr zurzeit nicht mit dabei sein. Abonniert heute noch den YouTube-Kanal und schaut uns zu. Ich freue mich drauf und bin euch dankbar über jeglichen Support.